Hallo, liebe Gefährtin, willkommen bei Selbstbewusst Weiblich. Ich bin Anja und ich liebe es, Frauen zu bewegen, im Kopf, im Herzen und im Körper. Ja, mit diesem kleinen Audio melde ich mich einerseits zurück aus meiner Versenkung und habe zum anderen ein Thema an Bord, über das ich unbedingt sprechen möchte. Und das auch so ein bisschen mit meiner Versenkung zusammenhängt. Weißt du, es gibt manchmal so Themen, über die sprechen wir nicht so gerne, so offen, so frei. Es gibt Themen, die bleiben lieber im Dunkeln. Ich finde aber, selbstbewusste Weiblichkeit darf diese Themen auch beleuchten. Und ich finde, wir müssen über manche Themen sprechen. Und in diesem Fall sage ich tatsächlich, wir müssen, ich sage dieses Wort nicht so gerne, aber in diesem Fall stimmt es. Das Ding ist, wenn wir nicht drüber sprechen, dann wissen andere Frauen nicht, dass es anderen auch so geht und dass sie nicht alleine sind mit diesen Themen. Lange Vorrede, langer Sinn. Worum geht's? Also zunächst mal, bei mir hat sich ja in den letzten Monaten so ein bisschen Veränderung ergeben und ich habe jetzt wirklich ein paar Wochen gebraucht, mich in die neue Routine einzufinden. Ich arbeite seit einiger Zeit vormittags jetzt wieder in einer externen Praxis und somit fehlt mir quasi ein Teil von meiner Zeit. Und ausgerechnet auch noch der Vormittag, wo ich ja meine produktivste Zeit habe. Und es hat jetzt wirklich einige Wochen gedauert, bis ich mich in diese neue Zeitrechnung eingefunden habe, bis ich eine neue Routine gefunden habe, bis mein Körper sich an diese Umstellung gewöhnt hatte. Und das ist der Grund, warum es einerseits bei Selbstbewusst Weiblich, aber andererseits auch bei Selbstbewusst Essen ein bisschen ruhiger war. Ich hatte einfach nicht die Energie, das noch zusätzlich nach außen zu wuppen. Nach innen ist ja alles weitergelaufen, aber ich war nach außen nicht sichtbar damit. Und so sollte eigentlich auch schon lange meine neue Internetseite für Selbstbewusst Weiblich online sein. Ich gebe zu, ich habe es immer noch nicht geschafft, mich da so intensiv damit zu beschäftigen, wie das notwendig ist dafür. Und damit bin ich schon mitten im Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Wenn du an diese beiden Begriffe Selbstbewusstsein und Weiblichkeit denkst, oder wenn du sie in irgendeinem Zusammenhang in die diversen Suchmaschinen im Internet eingibst, dann kommen diese ganzen tollen Bilder zu dir und du siehst starke Frauen und du siehst tolle Frauen und du siehst Frauen mit Ausstrahlung, die irgendwie ganz aktiv was tun und die ihr Leben voll im Griff haben und die in ein Setting gepackt werden, wo alles total shiny ist. Und das wollen wir ja auch. Da wollen wir ja hin. Wir wollen selbstbewusst werden. Wir wollen uns weiblich fühlen. Wir wollen das am besten zusammen kombinieren und wollen unsere selbstbewusste Weiblichkeit leben. Aber in dieser, wie ich es nenne, Schwesternschaft, in dieser Sisterhood, die ich so gerne kreieren möchte dafür, gibt es auch Platz für das, was auf diesen Hochglanzbildern nicht gezeigt wird. Und ich erinnere mich jetzt gerade an ein Telefonat, das ich vor einiger Zeit mit einer Gefährtin geführt habe, wo ich dann auch erzählt habe, dass es gerade nicht so vorwärts geht bei mir und dass mich das total nervt und dass ich tausend Sachen machen möchte und irgendwie, ja, nichts passiert, gefühlt nichts passiert. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, Anja, das ist total beruhigend, dass es dir auch so geht. Da war ich erst mal baff. Und dann meinte sie, ja, weißt du, es wird uns immer gesagt, wie wir sein wollen, was wir erreichen wollen. Da werden Bedürfnisse auch gewägt und dann gibt es da Ziele, die wir erreichen wollen. Aber dass es auch mal schlechte Zeiten gibt und schlechte Tage, das sagt keiner. Und ich bin jetzt
Nicht, dass ich dir das wünsche, sagte sie, aber ich bin jetzt irgendwie total froh, dass es dir auch so geht, weil ich fühle mich auch so schlapp und so unvermögend und so vergesslich. Und ich suche den Fehler dann bei mir. Und dann haben wir herzhaft zusammen gelacht, weil natürlich liegt der Fehler nicht bei ihr und der Fehler liegt dann nicht bei uns, sondern es gibt solche Zeiten. Wir haben alle solche Zeiten. Und ja, ab einem gewissen Alter, nämlich wenn wir anfangen, in die Wechseljahre zu kommen, macht unser Körper nochmal eine Veränderung durch, die wir meistens gar nicht so ganz bewusst mitbekommen und wenn dann nur in den negativen Auswirkungen, weil wir mitten im Leben stehen und das Ganze auch gerne mal verdrängen, Schrägstrich verdrängen müssen, weil wir nämlich funktionieren müssen. Und deswegen ist mein Anliegen heute, dir diesen Impuls mitzugeben, liebevoll mit dir zu sein. Und wenn du so das Gefühl hast, du bekommst nichts geregelt, du bekommst nichts auf die Reihe, Kopf wie Sieb, und du musst dir alles aufschreiben und am Ende vom Tag sind noch 10 Punkte auf der Liste offen und 5 hast du sowieso vergessen aufzuschreiben, das ist normal. Das ist völlig normal. Das ist das, was man Leben nennt. Und es geht vielen Frauen so. Diese ganze perfekt erscheinende Welt von Menschen oder von Frauen, die immer alles auf die Reihe bekommen, bei denen alles funktioniert, die den Haushalt tipptopp in Ordnung haben, die ihr Berufsleben auf die Reihe kriegen, die Kinder auf die Reihe, die Familie auf die Reihe kriegen. Und dies noch was für sich tun und dann noch dieses Selfcare machen und da sich weiterbilden und die offenbar alles irgendwie erreichen, was du gefühlt nicht hinkriegst. Auch bei denen ist nicht alles glitzerig und mit Konfetti überstreut. Mach dir diesen Stress bitte nicht. Lass dich davon nicht blenden. Ja, wir möchten gerne alles auf die Reihe kriegen. Ja, wir möchten gerne tolle Frauen sein. Ja, wir möchten unsere Weiblichkeit ausleben und lustvoll sein und inspirierend sein. Aber es gibt auch mal Zeiten, da können wir das nicht. Wir können es einfach körperlich, geistig, seelisch nicht leisten. Es geht nicht. Und dann finde ich, müssen wir uns nicht auch noch den Vorwurf auf die Schultern nehmen, dass wir nicht genug sind. Kennst du das? Dass dieses kleine Teufelchen auf der Schulter sitzt und sagt, Ella Bätsch, wieder nicht geschafft, Ella Bätsch, du bist so doof, Ella Bätsch, Ella Bätsch, habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Oh, kennst du diese blöden Stimmen? Und es ist so verdammt hart und anstrengend, denen immer wieder die Tür vor der Nase zuzuknallen und diese Stimmen auszusperren, obwohl wir genau wissen, dass sie nicht recht haben, diese Stimmen. Das sind nicht unsere Stimmen, das sind die Stimmen anderer Menschen, die uns dieses Verhalten mit anerzogen haben. Und im Lauf des Lebens übernehmen wir dieses Verhalten so sehr, dass wir irgendwann glauben, es kommt aus uns heraus. Wenn also das nächste Mal so dieser Moment kommt, wo du denkst, oh Mann, wieso bin ich eigentlich so müde? Wieso bin ich eigentlich so schlapp? Wieso bin ich eigentlich so gefühlt unfähig, irgendwas zu erreichen? Ich war doch früher auch nicht so und es hat doch früher alles viel besser funktioniert. Es ist normal. Unser Körper verändert sich ab einem gewissen Alter. Wir haben sehr viel im Leben oft. Ich habe jedenfalls festgestellt, so in den letzten 10 Wochen, naja, mein Körper kann nicht mehr gleichzeitig an 5, 6 oder 7 Fronten kämpfen. Und auch dafür muss ich mir einen neuen Ausdruck überlegen, was ich stattdessen sagen möchte. Ich mag eigentlich diese kämpfenden Ausdrücke in meiner Sprache nicht so. Aber jetzt ist mir auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Aber wir dürfen uns das eingestehen, dass es einfach auch mal nicht
geht, dass jetzt vielleicht bei der Hitze im Moment der Körper auch mal sagt, nö, ich möchte jetzt nicht mehr. Ging mir übrigens letztens auch so, dass ich sogar meine Sportstunde absagen musste, weil der Körper einfach gesagt hat, ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr. Und für mich ist das auch eine harte Lektion, das akzeptieren zu dürfen und zu lernen, dass irgendwo auch mal körperliche Grenzen sind, weil ich so auch nicht sein will. Aber dafür gibt es dann wieder andere Momente, wo es hervorragend funktioniert. Wir dürfen auf unseren Körper hören, wir dürfen uns das eingestehen, ist auch so ein blödes Wort. Wir dürfen das akzeptieren und liebevoll anschauen, dass da auch mal ein Schritt langsamer das Mittel der Wahl ist. Und vor allem ist es wichtig, sprich mit den Menschen in deinem Umfeld drüber. Lass es nicht unter den Tisch fallen, schluck es nicht runter. Wenn die anderen Menschen nicht wissen, dass es den Frauen auch mal nicht gut geht, dass wir mal eben nicht auf dem höchsten Punkt unserer Leistungsfähigkeit sind. Ja, wie sollen sie es dann selber irgendwie in ihr Leben holen? Ja, wenn wir immer nur funktionieren und immer nur sagen, ja, alles fein, alles bestens und es ist gar nicht so. Und ich rede jetzt von nahestehenden Personen, ne? Also ich rede nicht von dem Fremden auf der Straße oder von dem Bekannten auf der Straße, der einfach fragt, hallo, wie geht's? Ich meine, da breiten wir nicht unsere Lebensgeschichte aus. Aber da, wo es wichtig ist, bei den Menschen, wo es wichtig ist, einfach auch mal sagen, es geht nicht mehr so wie früher. Und ich kann heute nicht und heute habe ich einen Scheißtag und ich fühle mich total doof, weil wenn wir nicht über diese Themen reden, kommen sie nicht ins Bewusstsein. Das war mir heute wichtig, dir zu vermitteln, dass die Schuld in Anführungsstrichen, wieder so ein Wort in Anführungsstrichen, nicht bei dir liegt. Es gibt hier keine Schuld, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt ein so, wie du dich gerade fühlst und was gerade in deinem Leben ist. Ja, wir ärgern uns drüber. Ja, wir wollen gerne noch so leistungsfähig sein wie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren. Ich möchte jetzt gar nicht näher nachrechnen, aber es geht eben einfach nicht mehr. Und der Druck, der dann aufgebaut wird, ist der Druck unserer Umwelt, die meint, wir müssten immer noch genauso funktionieren wie vor 20, 30 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Und es ist der Druck, den wir uns dadurch auch selbst machen. Weil es hat ja immer funktioniert. Und jetzt geht es nicht mehr. Und das ist einerseits doof zu erkennen und das anzunehmen, aber ich bin ganz sicher, etwas, das wir aufgeben müssen, schafft Raum für etwas Neues. Und wenn irgendwo eine Fähigkeit vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden ist wie früher, bin ich mir sehr sicher, dass mindestens zwei oder drei andere und neue Fähigkeiten dazugekommen sind. Nämlich dann die Ruhe zu bewahren zum Beispiel, nämlich das auszustrahlen, dieses in sich ruhen, dieses akzeptieren, dieses, ja, diesen weiseren Moment auch mal zu haben und zu sagen, ja, so ist das nun mal, wenn Frauen auch mal älter werden. Und ich finde, auch das gehört zu dem Thema Selbstbewusstsein und zu dem Thema Weiblichkeit. Ich hoffe, du kennst mich noch, auch wenn ich länger in der Versenkung war und freust dich jetzt wieder regelmäßiger von mir zu hören und zu sehen. Ich werde gerne meine regelmäßigen Videos wieder an den Start bringen. Es sind einige Themen aufgekommen, auch bei mir in letzter Zeit, an denen ich dich teilhaben lassen möchte. Und ja, gerade in dieser Zeit, wo wir uns im Moment befinden und wie es uns vielleicht geht und was die letzten Jahre mit uns gemacht haben, es gilt, bleib selbstbewusst. Bis bald.